Hallo meine lieben Rambas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und dann mit einem Panzer, den ich glaube ich so noch nie gezeigt habe, und zwar den 113er. Also vielleicht einmal, aber ich glaube sogar die Weltpremiere auf meinem Kanal. In dem Fall Tier 10 Top Tier auf Himmelsdorf. Und ihr wisst ja, ich habe keine WN-Wertungen mehr aktiv. Zumindest nicht vorsätzlich. Es kann mal immer wieder sein, dass noch ein Gefecht reinrutscht, aber allgemein in den Replays keine WN-Wertungen mehr, weil es soll sich einfach aufs Gameplay konzentriert werden und nicht darauf, was der für eine WN hat oder was der Gegner für eine WN hat, sondern einfach nur wieder das Spiel so wie es ist, der Gegner so wie er kommt. Im Krieg damals wusste man auch nicht, welcher Panzer sozusagen, wie gut der andere Kommandeur war, und dementsprechend hier jetzt in der Form auch so. Er stellt sich hier direkt in die Schlachtergasse, wartet da auf Gegner. Kann er machen, Gegner hat nämlich keinen TD, von dem er auf jeden Fall ein adäquates Mittel, weil er weiß, da kann mal so jetzt keiner kommen und ihn da fertig machen und mal nerven. FV215B. Er selber ist schon abgeprallt. Jetzt probiert das oben auf die Kommandantenluke, ist aber natürlich nicht so ganz leicht. Und da kommt jetzt ein IS-3, den nimmt er wahrscheinlich lieber als Ziel. Aber kommt auch nicht so drauf. Dann probiert das doch nochmal mit dem FV. Hat es mehrmals nicht geklappt. Jetzt schießt der HE oder wird er gleich HE schießen. Und jetzt trifft er wenigstens mal, aber bekommt sofort vom FV die Gegenantwort dazu. Und nochmal oben. Macht einen kritischen Treffer dabei. Das ist natürlich auch ein adäquates Mittel, um vielleicht den Gegner ein bisschen mal auf seiner Stellung zu locken, dass der merkt, okay, der schießt HE, der kommt durch. Aber der FV macht's da clever. So, jetzt kettet er ihn lediglich. Und er kommt da einfach nicht durch. Zifix, das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss es doch mal klappen. Ne, schon wieder nicht. Also langsam tut er mir leid. Jetzt probiert er es mit Premium. Schade, dass er in dem Fall hätte er mal noch ein bisschen mehr HE-Granaten gebraucht. Jetzt kommt er endlich mal durch. Und nochmal. Und ja, so reduziert er langsam die HP vom FV. Ist auch nötig. FV seines Zeichens schießt jetzt mittlerweile mit HE. Und er macht nochmal einen Schaden. Jetzt hat er noch 590 Struktur. Und jetzt der IS. Da hat er weiter noch natürlich die Premium-Schelle drin. Hat er bis jetzt hier sehr gut gemacht. Und ich verrate schon mal eins vorweg. Das wird eine 10.000er-Runde. 10.000er-Runde betitel ich aus mindestens, also 10.000 ist kumuliert Schaden und geblockt. Diese beiden Werte zusammen, wenn die über 10.000 ergeben, ist es eine 10.000 Runde und dabei handelt es sich auch hier. Der FV haut jetzt ab, der hat genug. Der IS-3 steht allerdings noch da. Der hat jetzt verschossen. Und eben, man sieht schön die Geschwindigkeit für einen schweren Panzer. Sehr mobil. Oh, jetzt kommt da ein AMX-50B raus. Den ersten Schuss geprallt, noch einen Schuss abgeprallt, noch einen Schuss abgeprallt. Und der letzte, der ist dann, hat dann leider gesessen, aber egal. So viele Schüsse, die er hier gedodged ist. Und nun nimmt er den IS-3 raus. Kann ihn leider nicht wegrammen, dafür ist der IS-3 auch schwer genug. Jetzt unterstützen der E-75, nimmt den raus, 8 zu 8 steht's. Knappes Ding, 8 zu 9 steht's. Rechte Hand der AMX, linke Hand T-34 und der FV wartet auch noch. Er fährt jetzt hier einfach mal quer durch, mutig, mutig. Hat aber geklappt, ist dabei aber aufgegangen natürlich. Und da ist der AMX. Hat nicht mehr viel. Ah, minimal, dass er da gerade nicht drauf gekommen ist.
T34 steht auch noch in der Straße. Jetzt ist er fast alleine hinter ihm, T34 und der FV, aber die kommen nicht auf ihn drauf, Gott sei Dank. Und jetzt hier der T34, den dürfte er wegmachen. Ah, nein! Hätte er einen High Roll haben dürfen, aber leider nicht. Nun fährt der T34 natürlich auch weg, aber der kommt... Nein, nein, nein! Klappt nicht! Na gut, dann ist er jetzt so weg. Jetzt ist T54 linke Hand, da steht 11 zu 10. Und Auto-Aim und weg mit ihm. Sehr gut. Und jetzt T34, der ist noch fast voll. Der FV ist mittlerweile auch schon erledigt gewesen, also der ist kein Problem mehr. Aber der T34 steht da natürlich super. Da kommt er nicht so einfach drauf. STB, jetzt wohl im Cap. Er fährt jetzt wohl Richtung die Cappen. Der STB, der ist ja fast leer und das war der T43, der M103, der da im Cap stand, sehe ich gerade. Aber der STB kommt jetzt in seine Richtung. Das könnte schon der Killshot sein. Ah, ganz knapp, dass sie sich verpassen hier in der Farm. Der STB, glaube ich, rechnet niemals damit, dass er jetzt da... Und der dürfte ja keinen Schuss. Dann nimmt den raus, ganz entspannt. Der T34 da vorne jetzt. Der prallt auch mal wieder ab. Nein, Auto-Aim hat hier in der Form nicht gut funktioniert. Jetzt hat er hier den M103, der lässt bei der Arti 1 HP stehen. Das ist ärgerlich. Und er selber kann hier weiter für Schaden sorgen. Für ihn läuft die Runde fantastisch gut. M103 kommt durch, aber kriegt die Schelle zurück. Gibt gleich den nächsten. Und der T34 kommt auch nochmal durch. Jetzt macht er den weg. T34 steht jetzt so, dass er ihn gut hitten hätte können, aber jetzt hat er sich bewegt. Jetzt kommt der E75 und dementsprechend dreht sich der T34 auf den E75. Er kann ja auch nochmal einen Hit setzen. Und die Frage ist, wer kriegt den Kill? Nein! Das gibt's ja nicht. Ja, schade. Da kriegt er den Kill nicht. Aber trotzdem, eine tolle Runde. Es waren unterm Strich 5709 Schaden und 5580 HP geblockt. Also so gesehen sogar eine 11.000er Runde aus geblockt und gemacht. Naja, wirklich sau, sau gut. Tolle, schöne Runde. Hat mir sehr schön gefallen. Vom 113er, ein Panzer, den man vielleicht viel zu wenig sieht. Und sagt mir nochmal eure Meinung. Was denkt ihr von dem Tech Tree? Und ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.